Aber jetzt hat man, wir zocken nur noch Pokémon Go, Mann. Das ist endsmartig. Wir müssen mehr in Yu-Gi-Oh! Rein. Neues Set ist auch so. FT hat das neue Set. Ja, ich weiß schon. Das sind endlich viele neue Karten drin, Mann. Ja, was kennst du von euch? Ja, was mir auch, der Rest, der Support und alles, ja. Aber was mir aufgefallen ist, endlich viele neue Blacken-Karten rausgekommen. Alter, das kann doch nicht sein. Wir machen wieder Blacken, Mann. Seit 3-4 Editionen machen wir Display, hat er immer Blacken gespielt. Ja, Mann. Aber jetzt sind sogar Blacken-Karten rausgekommen, die man wahrscheinlich nicht nur Blacken gespielt hat. Aber ich kenne mich da aber auch nicht so krass aus. Alter, ich kenne mich auch nicht aus, Mann. Wer kennt sich denn aus? Helol, der Blackwing-Spieler! Oh mein Gott, wo ist der? Alter, Helol! Helol, auf gar nicht! TBT hier. Wir haben hier wieder den Afghan, den krassesten Blackwing-Spieler. Neue Blackwing-Karten sind erschienen. Er hat natürlich wieder eine neue Variante ausgepackt. Und die schauen wir uns mal genauer an. Wobei wir sagen müssen, schauen wir mal, wie viel das noch mit Blackwing zu tun hat. Da bin ich mal gespannt, ja? Ja, ich bin auch der Meinung, Blackwing kann man das Deck nicht mehr nennen. Also, schon okay, ehrlich. Mann, er hat echt, er hat sein Deck verraten, Mann. Okay, viel zu krass. Okay, also, ich spiele es. Umdrehen. Drei Gufus. Das ist halt die Combo mit Armageddon Ritter, drei Stück. Da wo man den Level Lead auf dem Grave legt und dann halt die ganze Zeit auf den 5er geht, auf den 5er Blackwing, was neu rausgekommen ist. Wieso spielst du nicht Greffer anstatt Armageddon? Weil Greffer, da muss ich noch mehr Karten haben, damit ich die Combo bekomme. In Japan spielen sie ja 3 Malicious, 3 Greffer und nicht Dings mit Armageddon Knight, ne? Ja, okay, die Variante habe ich noch nicht gesehen, muss ich mir vielleicht mal anschauen, aber ich finde, mit Armageddon Knight ist wirklich nur eine 2 Combo. Du musst hinzufügen, in Japan ist Armageddon Knight auf 1. Japan ist Armageddon, ja. Stimmt, ja, aber trotzdem, aber die spielen nicht mal, glaube ich, einen Armageddon Knight, also die spielen es halt oft mit 3 Greffer, ja. Ja, und dazu spiele ich noch 3-mal den neuen 4er Blackwing. Das ist halt, der kann sich halt eine Stufe erhöhen oder verniedrigen. Man erhöht es halt logischerweise immer, damit man mit Level Leader dann auf den 5er Blackwing wiederkommt. Man sieht jetzt gleich halt, die ganze Kombo besteht um den 5er Blackwing einfach. Also ich zeige kurz den 5er Blackwing, um den es hier geht. Und zwar um den hier. Also. Dann 2 Summoner Monk. Wie oft kassierst du Wailer? Wailer? Bis jetzt noch nicht. Aber es wird schon noch kommen. Kannst du bei Max C Deckout geben? Eventuell ja, aber ich würde es auch durchziehen, selbst wenn ich kein Deckout geben kann. Okay. Was will er noch machen? Angeblich, ja. Okay. Ja, also 2 Summoner Monks halt. Damit ich auf den Armageddon-Ritter komme oder auf den anderen 4er Blackwing. Dann braucht man ganz viele Einser-Tuner, ist auch wichtig. Jet-Synchron ist für Dings, Axis-Synchron. Data spielt halt Blackwings auch im Deck. Da muss er auch dabei sein. Aber ich würde noch einen zweiten Synchron-Resonator eventuell spielen. Kann man den Effekt mehrmals machen? Er kann nur einmal specialen. Aber es kommt halt Situation, da wirfst du sie ab durch Alu oder sowas. Und dann, du kannst sie halt auch searchen leichter, weißt du? Mhm. Und so. Ist halt besser dann, weißt du, okay. Weil es kann auch schon läuft, dass es dann, ich so, Alter, wieso habe ich jetzt den nur einmal drin, weißt du? Dann, das war's mit dem Monster. Dann noch viele Zielkarten halt. Allure, Abstart, in die Leere. In die Leere ist auch gut, weil ich mit Instant Fusion spiele und ich dann am Schluss dann durch Instant Fusion dann den Ogerdrachen holen kann und dann ich keine Handkarten mehr habe. Und dann ist natürlich top für Ogerdrache. Habe ich gleich noch was zu mir gegeben. Dann halt ein paar Zielkarten. Die finde ich gut, auch wenn es ein bisschen Minus macht. Weil oft hast du die Situation, da kommst du nicht mit dem Level Leader auf den Grave, aber du hast ihn vielleicht in der Hand. Du ziehst auch, verdünnst dein Deck und hast noch da deinen Level Leader im Grave. Dann ein Verstärkung für die Armee, für die Armageddon-Ritter. Dann natürlich das Begräbnis noch einen. Ein Resonator-Ruf, dann ein Opfer des linken Arms. Ja, meine Karte, Mann. Da würde ich auch lieber noch 2 spielen. Das ist halt einfach, um Soul Charge zu suchen und eventuell, falls du Soul Charge schon hast, suchst du dir halt Instant Fusion. Aber ich würde lieber 2 spielen, aber ich habe leider noch einen. Dann ein Twin Twister, der würde halt rausfliegen für die... Random Twin Twister gegen The Strike, ja. Das ist jetzt nur ein Platzhalter. Ja.
dreimal die DR gar nicht tot. Die beste Karte überhaupt. Also mit der hast du deine Combo fast sicher. Also da gibt es verschiedene Varianten, damit du dann wirklich auf deine drei Quasars kommst. Eine für eins, klar. Soul Charge und Instant Fusion. Wie spielst du im Extra 30 Karten? 15. Ach so, okay. So, Extra. Zweimal den. Das ist halt die Hauptfigur vom Deck. Das ist das Wichtigste. Ohne den geht gar nichts. Mit den startet man und dann geht man weiter auf Axis-Synchron und versucht dann so schnell wie möglich die G-Hyper der Barrier zu beschwören. Wenn man das hat, dann geht man auf Koralldrache. Zweimal gleich. Ja, damit du halt ziehst die ganze Zeit. Wieso nicht ein Korall und einmal den anderen Sechser, den Nicht-Tuner? Weil er ein Finger ist. Ja, aber reicht nicht ein Koralldrache, einmal den Nicht-Tuner, braucht man zwei. Braucht man zwei. Okay. Ja, dann versucht man halt Formel-Synchro zu beschwören. Den Werkzeugdrachen spiele ich auch einmal, damit ich mir die Ausrüstungszauberkarte suchen kann. Und ich gehe halt immer über einen 7er auf den Quasar dann. Ich reduziere halt seine Stufe. Weil da könntest du nicht Zeugkin spielen. Mit Zeugkin kann man doch auch Power Tool holen, oder? Zeugkin? Wie soll ich auf Zeugkin kommen? Mit Gofu und mit. Kannst du nicht holen, das Maschine machen. Naja, nee, kann man nicht mit Zeugkin auch Power Tool? Den kann man schon. Power Tool oder, ja. Aber das ist dazu, das hat keinen Platz für sowas. Aber kannst du nicht mit Zeugkin mit dem hier holen? Ja, ich frag nur, ob das eine Möglichkeit wäre. Mit Gofu und mit dem hier? Dass man da irgendwie mit Zeugkin was macht, aber gut, okay. Ja, aber normalerweise, um den zu beschwören, benutzt du ja Gofu. Okay. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Vorgang kommt, weißt du? Das ist sehr unkonstant. Ja, mach weiter. Obwohl es dir recht geht, Elo. Nein, Norden. Dann spiele ich zwei Quasar und einmal, wie ist das? Sci-Fire. Hm. So heißt das. Ist das eine neue Karte, oder? Ja, ich finde halt besser, wenn man zwei Quasars raushaut. Und eins von denen, weil wenn du drei Quasars raushaust, dann kannst du einfach nur drei Karten annullieren. Aber er kann eine Karte annullieren, also ein Monster-Effekt. Und er kann auch alle meine Monster beschützen, dass sie nicht zerstört werden können. Durch Karteneffekte oder Angriffe. Und ein Sternstaubdrache. Normalerweise würde ich einen Ogre-Drache der Leere spielen, aber ich habe den leider nicht, deswegen ist der halt jetzt noch drin. Und falls die dann doch rüberkommen über das Feld, habe ich noch das hier als Notlösung. Weil man muss sagen, sobald sie über die Monster kommen, habe ich verloren. Also du wirst natürlich erstmal drüber kommen, aber da ist natürlich Game Over. Okay, wie ist es jetzt mit dem Deck, wenn der Gegner anfängt mit Fallen irgendwie Strike, Warning, dies und das? An sich, wenn es jetzt nicht zu krass ist mit Warning und sowas, natürlich habe ich Probleme mit Warning und Strike und sowas. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt mehrere Gofus, das könnte auch sein. Oder ich habe halt mehrere Optionen, auf die Combo zu kommen. Dann kann ich das auch umspielen, weißt du, dann annulliert er mir einen Gofu mal, annulliert er. Ja, aber der Gegner wird ja, sag ich mal, nicht wahrscheinlich auf Gofu Strike spielen, oder? Sondern erst ja, dann wenn du auf den... Genau, ja, genau. Aber da kann ich trotzdem, weil ich habe ihn im Grave dann, das ist das Wichtigste, dass er im Grave ist. Mhm. Weil dann kann ich dann, ich gehe dann auf den zweiten und dann gehe ich auf Axis-Synchron. Okay. Und die Hauptsache ist, dass da zwei im Grave sind, dann kann ich den einen entfernen und kann den wieder specialen. Wie schaut's aus mit Bricken? Ich glaube, deine letzte Hand, die ich gesehen hatte, war dreimal Armageddon-Ritter und zweimal Level-Eater oder irgendwie sowas. Das Deck kann schon Bricken, aber ich weiß nicht. Ich finde es nicht so schlecht, weil es ist wirklich eigentlich eine Zwei-Karten-Kombo und du hast halt Optionen auf andere Umwegen da drauf zu kommen, aber momentan, ich habe jetzt vier Spiele gespielt und habe dreimal nicht gebrickt und jetzt einmal gebrickt. Also, es ist Geschmackssache. Natürlich brickt es, klar. Wie Fusion ist halt auch. Okay, also ich bin ein bisschen enttäuscht, da du jetzt nicht mehr pures Blackwing spielst. Es ist jetzt mit Blackwing, weiß nicht, ob das also noch so viel zu tun hat. Blackwing ist noch da. Dazu wird auch noch ein Deckprofil kommen. Also er kündigt selber sein Deckprofil an. Okay, Mann. Die Bobby, die wird direkt sagen, hey Leute, wir wollen ein Deckprofil von deinem Blackwing, weißt du? Das wird schon noch kommen, aber es muss also noch... Also findest du aber das Deck besser als das normale Blackwing? Weil du hattest sehr viele Fans bei deinem letzten Blackwing-Video. Ja, ich finde auch mein normales Blackwing top, aber momentan weiß ich noch nicht genau, wie ich spielen soll. Weil mit den neuen Karten ist es ein bisschen schwierig, ich muss noch ein bisschen testen. Aber es wird auf jeden Fall, das Deck wird noch verändert und das andere Blackwing ist halt konstanter als das. Gut, dann danke fürs Deckprofil und ich bin gespannt, ob du bei dem Deck bleibst oder ob du dein normales Blackwing wieder auspackst.
Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.